Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Imperium Galactic Survival in der Alpha 12 mit CPU und Gewicht. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut mich. Wenn euch mein Projekt gefällt, hinterlasst mir doch mal einen Daumen nach oben. Ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, letzten Folge haben wir große Parkprobleme gehabt. Ihr seht, das Monster steht immer noch hier drauf. Und wir hatten CPU-Probleme. CPU-Probleme, sag ich schon. Nein, wir hatten. So. Wir hatten Dings-Probleme. Dings und Bums. Na, sag doch mal schnell. Wi-Fi-Probleme hatten wir. Die Basis hatte kein Wi-Fi mehr. Wieso ist eigentlich. Ein Kühlschrank ist nur an. Und die anderen beiden sind aus. Warum? So. Nee. Doch. Nee. Hä? Und jetzt? Ausrichten. Taste V und dann komme ich hier hin. Ich steckte da drin fest. Ah. So, ne, jetzt sind wir zu weit oben. So, wir müssen wieder ein bisschen runter. Das Ding ist jetzt, wir müssen jetzt Sachen von der Basis. Oh. Aufgeschlagen. Ausrichten. So. Wir müssen jetzt Sachen von der Basis immer noch ins CV schleppen. So, jetzt können wir auf die Basis zugreifen. Ach, den Bodengleiter müssen wir auch noch mitnehmen, ne? Müssen wir nicht, aber wäre vielleicht ganz gut. Ja, was machen wir jetzt? Wir werden jetzt erstmal so ein paar Sachen noch hier rüber tragen. Das und das. Wasser nehmen wir auch mit. Hier, Zelt und alles kommt auch mit. Das auch. Noch ein bisschen Wasser. Ja, Pentaxid auf jeden Fall. Holz, Kupfer, Silizium. Holz nehmen wir auch mit. Die ganzen Barren. Gefettstahlblöcke nehmen wir auch mit. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Stahlblöcke nehmen wir noch mit. So. Was ist noch übrig? Na, was denn jetzt? Wieso kann er das nicht rüberpacken? Wie voll oder was? Okay, warte mal, wir sind voll. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier wieder was zurückpacken. Und wenn wir hier reinschmeißen einfach. Dann nehmen wir mal eine Palette. Kühlschrank. Munitionskiste. Ja. Obwohl, nee, Quatsch. Nee, hab ich? Nee, ich hab doch keine, oder? Nee, ich hab keine. Können die auch doch mit rüber? Umgleiter hat nichts. Der dürfte eigentlich auch nichts mehr haben. Nee, da haben wir schon alles. Basislager, ja, okay. Mal gucken. Ein paar Sachen können eigentlich noch raus hier. Das kann noch ein Kühlschrank. Das Moped brauche ich auch nicht mit rein. Also mal gucken, was können wir noch hier gebrauchen. Nachtsichtgerät.
mal ein bisschen anders sortieren hier. So. Das packen wir mal woanders hin. Cargo-Palette. So. Da kommt noch eine hin. Und nach Typ sortiert. Erze und Holz. Oh nein. Munition, nein. Eine Large. Da können wir noch Waffen reinschmeißen. Hatte ich sonst keine Waffe mehr, ne? Das können wir auch nochmal drüber schmeißen. Das brauchen wir hier auch nicht drin. Das ist hier noch eine Herstellungskiste. Kann hier mit rein. Würde ich mal so behaupten. Kann da noch mit rein. Das, das, das. Das kommt auch nicht da hier rein. Dann auch raus. So sieht das schon besser aus, so langsam. Das nimmt langsam Form an. Das ist Zeug, was wir alles zum Verarbeiten brauchen. Und das ist ja alles Krimskram, ne? Diverse Waffen und so weiter und so fort. Player, so. Nee, warte mal. Ja, Pilzi hatte jetzt gar nichts mehr. Das Basislager hatte noch ein paar Sachen, aber die brauche ich nicht alle unbedingt. Dann ist das Schiff nachher viel zu schwer. So, da kommt das hier noch mit rein. Da sind die Anzüge drin. Aber das hier noch mit rein. Nachtsichtgerät und so ein Müll. Ja, wir können noch ein bisschen Steine. Jawohl, Quatsch. Aber lieber hier rein, die Steine. Und Satiumplatten nehmen wir mal 4000 und Eisenplatten 4000 und. Hier 4000, aber 600, ne, 600 wieder raus. Ne, warte mal, wie viel? Hä? Hab ich gar nicht. Hä? Und jetzt hier gemacht. 4000 und 4000. So wollte ich das haben. Ach ne, hier oben habe ich schon. Also viel brauchen wir ja nicht. Nochmal durchsortieren. Oh, haben wir auch so viel jetzt. So, nochmal sortieren. Ja, okay, haben wir. Das bleibt im Lager drinne. Im Basislager. Genau, und dann haben wir eigentlich schon alles. Ja, perfekte. So. Dann sind wir hier fertig soweit, oder? Obwohl, wir sollten vielleicht mal gucken. Drei Millionen, Alter, wir können ja noch ohne Ende hier draufhauen, Drei von 10 Millionen, Lichter können wir alle anmachen. Habe ich alles hier reingemacht? Nee. Bereich. Warte mal. Hier sind noch Kristalle. Obwohl, ja. Können wir auch drinnen lassen. Auffüllen. Geht nicht. Geht nicht. Okay, wir müssen jetzt ein paar Sachen herstellen. Würde ich sagen. Oh, jedes Mal eigentlich in diesem Schiff drin. Was ist denn das? Jetzt zu niedrig oder was?
tatsächlich. Scheint jetzt zu niedrig zu sein. So, jetzt bin ich richtig. Ja. Okay. Ja, dann werden wir mal ein bisschen abheben hier. So, damit wir da nicht drin rumhocken. Wir müssen eigentlich noch den Hoover noch mitnehmen, ne? Stellen wir uns denn dafür mal hin, ne? Am besten mit dem Arsch hier rüber drehen. Hier wieder landen. Ach echt, scheiße, unübersichtlich, ne? Bisschen hier rüber. Oh, nicht so weit. So. Perfekt. Perfekt. So. Lass uns nochmal zurück zur Basis und den Hoover holen. Das SV ist drauf. Hier war Ein- und Ausgang, ne? So. Wollen wir noch den Hoover schnell holen? Und das hier vor können wir auch wieder richtig parken eigentlich. Irgendwann mal da, nach 10 Jahren. Ja, das Ding ist leider zu groß, aber dafür jetzt einen Parkplatz zu bauen, wofür? Wir fliegen jetzt gleich los. Wir werden gleich noch Sachen herstellen. Und wie gesagt, wir fliegen eh ins weite Unbekannte. Wir haben ja mehr als genug Platz. Wir können gleich noch richtig anständig Sprit herstellen. Prometheum habe ich ja auch einen Mast auf dem Schiff. Habt ihr gesehen, ich habe Pellets ohne Ende. Ich habe Roherz noch ohne Ende. So. Was hier? Ein bisschen schief steht er doch noch. Macht nichts. So, Rampe auf hier. Da kommen wir immer noch nicht drauf. Jetzt aber. Und absacken lassen. Ja, steht drinne. PV parken. Passt. Passt, hat Luft und wackelt. Machen wir ein bisschen rein hier. So. CV haben wir auch. Kann aus. Raussteigen. Schön. Aber das CV auch drinne. Ja, Garten. Garten, ach shit, naja. Müssen wir uns ein bisschen was kaufen irgendwo. Nee, na ganz raus wollte ich nicht. Ja, wo wollte ich denn jetzt hin? Ich bin jetzt schon... Nee, ich bin nicht richtig. Bin ich nach unten? Nach unten muss ich. Nein. Bin wieder. Ich muss mich erstmal zurechtfinden auf dem Schiff. Dass ich hier nicht durcheinander komme immer. So, der hat schon Verbindung. Der noch nicht. Container-Kontrollelement. Output. Gute Frage.
Würde ich sagen, MS Large 1. Und den nehmen wir auf MS Large 2. Ich komme da nicht durcheinander. Jetzt brauchen wir das, das und Munition. Oha. Jetzt geht das los hier, Leute. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was haben wir überhaupt alles. Also er zeigt ja eigentlich nur das an, was wir auch haben, oder? Gute Frage, nächste Frage. Ich würde sagen... LS-Ladung groß, LS-Ladung 2 groß. Mann, ey, das ist das Problem. Weiß ich das natürlich nicht. Da, LS-Ladung 2 groß. Und die andere brauchen wir gar nicht, die LS-Ladung. Also wenn dann die 2er, 150 Meter Z-Rack. Lackgeschosse. 160, 150. Erestrum, Stahlplatten, Prometheum-Pellets, Magnesiumpulver, Erestrum-Gel. Oha. Aber hier haben wir noch 3000 habe ich hier noch. Wow. Noch 3000 Erestrum hier drin. Ja, da habe ich gut gefarmt, ne? Ja, das Gel muss man herstellen, ne? Da würde ich sagen, hier von 100. Erstmal. Davon 100. Davon 100. Davon 100. Davon 100. PK-Ladung. Brauchen wir die? Ja, PK-Ladung. 160 mm Rack. Lackgeschoss. Das nochmal ein bisschen aufteilen, ne? So, was war das jetzt? PK-Ladung. Lackgeschoss und 160 mm Rack. Ja, da hat er schon mal einiges herzustellen. Achso, und dann kann er gleich noch im Anschluss kann er die noch herstellen. Auch noch 100. Und er kann noch jede Menge davon herstellen. Ja, dann haben wir schon mal alles in der Herstellung. Müssen wir natürlich jetzt warten, ein bisschen warten, bis das alles fertig ist. Das dauert so ein paar Jahre. Aber das denke ich mal, werden wir schon hinbekommen. Okay, der scheint nicht an zu sein, oder? Fridge left. Jetzt muss ich das mal checken hier. Nee, falsch. Geräte. Schon wieder alles auf. Ist das jetzt gar nicht an. Da kann ich ja lange kühlen. Den haben wir auch an. So. Ja, Plasmageschütz. Wir haben Selbstschussanlage, okay. Dann produziere ich ja doch richtig hier. Den können wir mal ob hinzufügen. Kiste, Scheinwerfer, Schwerkraft, Treibstofftüren, Waffe. Ah, Schmerz brauche ich zu Waffen. So. Oh, hier haben wir noch mehr. So. Cargopalette und Licht. Wieso ist Licht nicht hier drin? Warum ist das nicht gruppiert? Da. Fleisch, das muss alles seine Ordnung hier haben. So. Dann haben wir noch Cargo-Paletten. Hier. Und noch ein. So. Jetzt ist alles gruppiert. Alles passt. Sehr schön. Lebensmittelkonstruktor. Wir nehmen von Fridge Left.
nach Schmidt, würde ich sagen, genau. Und dann brauchen wir, ja, okay, dann kann der rechte kann aus, ne? Rechte Mann war aus. Twitch right. Gut, stehen wir wieder aus. Hier kommt das Rotzeug hin. Würde ich sagen, genau. Da müssen wir nur mal kurz Maelstrom. Fridge mit. Da soll das Fertige rein. Das ist ja das zum Beispiel. So, erstmal das Essen. Gucken, dass wir alles drin haben. Da haben wir noch was. Und die Medikamente, die sind ja auch schon fertig. Halt. Nein. Das soll da rein, so. Medikamente. Kühlmittel. Da braucht kein Mensch, ne? Und wir hier. Ich denke, das ist auch ein fertiges Produkt, oder? Gesundheit, Nahrung, Ausdauer und Körpertemperatur. Ja. Jo. Das ist das, was wir. Ach ne, warte mal. Das kann das auch noch weg. Das hat nämlich auch nichts drin verloren. Ja, so sieht das schon besser aus. Rohzeug und verarbeitetes Zeug. Verfallzeit. Müssen wir erstmal reinschnabulieren. So. Dass alles seine Ordnung haben hier. Sieht hier aus so, oder? Nicht nur der Max ist ein großer Sortierer, ich kann das auch gut. Ja, die Pillen, die können wir hier lassen. Dann nehmen wir mal einen rüber. Nehmen erstmal nur eine mit von jenen. So ist das schon ganz okay. Getränke. Ja, dann wollen wir nicht sortieren hier. Können wir hier reinschmeißen erstmal. Brauchen wir jetzt nicht. Und was essen kurz. So. Hier müssen wir eigentlich nichts großartig sortieren. Wir können jetzt mal probieren. Aber ich glaube, das wird nichts. Doch, wir haben ein bisschen was. Pörtchenkeim, Aloe Vera, Weltraumorange, Kaffeepflanzensetzling, Space Kevin. Das ist das Problem, ne? Pilzkeime. Können wir mal gucken. Können wir bestimmt einige von herstellen, ne? Dann können wir die schon mal anpflanzen. Das wäre vielleicht schon nicht schlecht, dass wir schon mal ein paar Pilze haben. Die brauchen wir ja für bestimmte Medikamente. Dieser zarte Keim wächst nicht auf normalen Boden. Es wird ein Pflanzenbeet benötigt. Wachstumszeit 110 Minuten. Hui. Das ist schon einiges, ne? Ja, das sind unsere Vorbereitungen, die wir hier schon mal treffen. Munition wird ja hergestellt. Ja, ich freue mich schon drauf, dass es bald losgeht hier. Ich hoffe ihr auch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Okay, hier sind die Sachen drin. Ja, wir müssen mal schauen, wo wir was drin haben. Ah, hier sind die erste Muni. Dann sind die anderen Kisten. Ah, hier ist noch was drin. 98. Ja, wir können schon mal langsam die Munitionskisten befüllen, ne? So ein bisschen schon mal. Hat jetzt gesagt, large. Nein.
4? Nein, auch nicht. Warte mal, wo waren wir jetzt? 4? 5? Hä? Was hat denn die denn hingemacht? 7? 8? Ich hab das schon wieder vergessen. Hier sind einfach zu viele Container. Hä? Ach, hier habe ich die reingemacht, ne? Genau. Schmeiß mal hier mit rein. Oben waren die drin. Da mit rein. Ja. Dann haben wir schon mal ein bisschen Muni. Ich hoffe, ja, noch. Er stellt noch her. Er stellt auch noch fleißig her. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht noch mal ein bisschen was nachladen. Nein, nicht hier hin. Doch, warte mal. Aber wir haben ja... Ne, warte mal, wir haben gar keinen Kontakt mehr, ne? Ich überlege, ob wir vielleicht doch noch ein paar Satiumplatten und ein paar Eisenplatten holen. Weil ich habe kein Eisenerz und so weiter. Ja, müssen wir ein Stück zurück. Wir stehen ja noch hier. So, dann gehen wir doch nochmal aufs Basislager. Nehmen uns noch ein paar Platten doch noch mit. Sicher, sicher. Natürlich dann doch ein bisschen schwer an das Ding, ne? Datiumplatten. Braucht das schon das Titan oder? Ne, da haben wir noch genug von. Aber er braucht die jetzt hauptsächlich zum Herstellen, ne? Aber ich denke, so ist okay. 151 Tonnen. Ach, wir können eigentlich alles reinmachen. Warum sollen wir das da lassen? So, 177.000 von 320.000, das ist doch... Wir haben noch mehr als genug. Aber ihr seht hier, ich habe Silizium, Kobalt, Neodym. Ich habe keine Erze mehr, alles verarbeitet. Und deswegen brauchen wir die Platten, ne? Sonst stehen wir nachher da. Okay. So, können wir schon mal nachladen hier. Warte. Range 351 Meter. Warum stehe ich jetzt wieder so? Wieso bin ich so weit hier vorne? Da soll der hin. So schwer zu verstehen, ne? Aber das schon von Monina noch nicht. Und die anderen Geschütze sind alles Türme, denke ich mal, ne? Wir haben ja dann nur die hier, die Plasma und den Raketenwerfer, ne? Aha, ja gut. So, jetzt nicht durcheinander kommen, Feljack. Jetzt, wir waren jetzt hier... Ach so, Sauerstoff müssen wir auch noch herstellen. So, wir werden jetzt ab ins All mit dir. Ach so, warte mal, stopp, bevor ich das mache. Einmal ausrichten kurz. Wir müssen doch noch mal was machen. Und zwar diese ganzen Dinger hier wegmachen. Löschen. Brauchen wir das gar nicht mehr. Bis auf die Basis. Die ganzen Lager. Also sehen wir die Marker wieder überall. Und das war nämlich auch noch ein Tipp. Man sollte nicht so viele Marker machen. Weil man sonst wirklich... Die überall sich die Dinger, ne? Im ganzen All. Dann hast du 10.000 Marker, wo überall steht hier Eisenerzlager hier, Siliziumerzlager dort und. Und das wollen wir ja nicht, ne? So, ich muss ja nochmal kurz einen Konstruktor an den rechten am besten. Und nochmal ein bisschen Sauerstoff einstellen. So, ab ins All. Wir haben es geschafft, meine Lieben. Jetzt geht das los. Müssen nur noch den Rest, die restlichen Muni ein bisschen aufmunitionieren. So, Stratosphäre, Atmosphäre, Weltall, so. Nicht hier durcheinander kommen. So, und dann schauen wir mal. Da heben wir ab, meine Lieben. Da heben wir finally ab. Wir haben es geschafft. Wir sind
weg von unserem Planeten. Jetzt geht die Reise los. Aber wir nähern uns auch gleichzeitig dem Staffelende. So langsam. Wir haben unser Ziel erreicht. Ich habe meine Ziele erreicht. Großes, fettes CV und ein richtig fettes SV. Der Hoover ist der einzige, der noch so ein bisschen unterbelichtet ist. Ja. Das ist schon ganz nett, oder? Warte mal, können wir auch noch einen Screenshot von machen? Für unseren Planeten verlassen. So. Ein paar Screens machen noch. Und dann schauen wir mal, was uns hier so für tolle Abenteuer erwarten. Bin ich schon wieder so blöde weit hier hinten. Ja, das ist, man muss, um das ganze Ding zu sehen, muss man halt immer ein bisschen rauszoomen. Ja, was machen wir als erstes? Ich würde sagen, wir werden erstmal für diese Folge, da sie eh schon wieder am Ende ist, werden wir trotzdem nochmal ein Ziel anwählen, und zwar ein ganz neues System. Vielleicht hierhin. Ziel erfassen. Samu Legon. Oha. Territory. Territories. Okay. Das ist alles Zirax. Boah. Wenn du die alle auslöschen willst, sieht es aber alt aus, ne? Übersicht mit rein. Jello Orange, Samu Legon, Typ K. Leuchtstärke 0,3, Oberflächentemperatur 4 down, bla bla. Da ist gut, das ist eine Sonne, ne? Sind RG-Typ Star, 10 Make-up, aber 12% of the main. Naja, wir fliegen da erstmal hin. So. Anvisieren. Schild ist, glaube ich, noch an. Das werden wir jetzt ausmachen. Mit X wurde mir ja gesagt, Taste X geht das Schild aus. Und Taste K, da gehen wir auf Warp. Unser erstes System. Oh, das ist eine heiße Sonne. Schild wieder an. Oh, die ist aber very hot. Die ist aber very hot hier. Mal gucken, ob hier irgendwas ist, ne? Hier scheint nichts zu sein. Gar nichts. Gar nichts, ja. Nichts oder was? Ist nichts, mein Lieben. Ne, die ist leer. Ja, warte mal. Territories sind nervend. So. Okay, also. K-Systeme sind für den Arsch oder was? Probia M. Ziel erfassen. Dann werden wir mal ein M ansteuern jetzt. So, wo ist der Fall? Unter uns. So. Dann können wir das Schild ja wieder ausmachen. Oh. 30,4. Was? Wieso? 10 aus der Reichweite, 30,4 Lichtjahre, maximale Schwungreichweite 30 Lichtjahre, lol. Und was mache ich jetzt? Also kommt man da gar nicht hin oder wie oder was? Oh hier, doch, guck mal hier. Lol, ich bin ja auch ein bisschen doof, ne? Was ist denn hier alles? Wir können ja hier überall hinjumpen, ne? Asteroidenfelder, Mahema, Zelta. Übersicht anmachen, so. Müssen wir auch ein bisschen mit der Übersicht arbeiten. Also ich brauche mehr um irgendwie Gravitation und so ein Mist oder wie man das nennt. Ich bin da nicht so bewandert. Sorry Leute, ich habe was Falsches erzählt jetzt. Aber ich bin da, ich muss hier nicht irgendwie drauf achten, wenn ein Planet 3G hat oder was ich, dass ich da nicht mal hochkomme. Also der UNO hat mir versichert, mit dem Schiff kommen wir überall hoch. Hoch oder runter oder wie auch immer. Werden da mal hinfliegen. Mairan oder so. Maran Sektor Space Orbit Strahlung 8,1. Huha. Gibt's denn da Magnesium, Kobalt, Promethium und Satium? Aber ich möchte trotzdem gerne mal gucken.
Aufi, aufi. Und rüber gejumpt. Oha. So nah hier dran. Das sieht auch geil aus, Leute. Oh, viele, viele Screenshots für den Felljack. Könnt ihr euch dann auf Steam angucken, wenn er bei mir in der Freundesliste steht. Ansonsten müsst ihr mich suchen, Felljack auf Steam. Ja, ich denke, ich muss öfters... Denke mal, ich werde mal doch in der starken Außenansicht bleiben. Ja, da fliegen wir hin, ne? Mit unseren dicken, fetten Schiffen. Felljack ist ein ganzer Stolz hier. Oh, ist das ein Feuerplanet? Das sieht aus wie ein Lavaplanet, oder? Nee. Och, nee, Asteroiden, das ist aber das System, ne? Ich brauche jetzt den Namen. Oder kann man da nicht drauf landen? Doch, da kann man doch drauf landen, der hat doch eine Atmosphäre. Ich werde einfach mal reinfliegen. Das Schild wieder anmachen. Oder ist der an? Ne, blau ist an, ne? Und rot ist aus. Oh, was ist das da? Guck mal, was ist da denn, ne? Das ist eine Markierung, oder? Hä? 6,6 Lichtjahre? Hä? Ach, keine Ahnung, was das war. Da war gerade eine Markierung. Wir haben Überlänge, meine Lieben. Ja, ach, komm. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet morgen wieder ein. Lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss!